Ja, vielen herzlichen Dank, schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Reinl. Meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Bügeln, Alkohol und Atmen. Und ja, es wurde eben angesprochen, es war grässlich. Ich war letztes Wochenende nämlich eingeladen bei einem Spieleabend. Bekannt, Spieleabend? Bei Ihnen auch so? Das ist wie die Vogelgrippe, ja, das könnte jeden treffen. Fürchterlich. Ich habe ja festgestellt, Spieleabende sollte man grundsätzlich immer nur mit den Leuten veranstalten, die man sowieso loswerden möchte, weil man sich spätestens an dem Abend miteinander verkracht. Weil es ist ja immer so, kein Mensch kann die Spielregeln, bis auf einen. Und das ist immer genau derjenige, der nichts erklären kann. Ja? Das geht dann immer so, ja, jetzt hier, Spielregeln. Ist ganz einfach. Folgendes. Jeder hat also jetzt hier ein Schaf, eine Kuh, ein Hotel und eine Autowaschanlage. Aber die braucht man erst später. So, jetzt dann, wir fangen gleich an. Dann muss man würfeln. Das geht so, man nimmt jetzt hier die... ich muss erst noch das mit dem Rad erklären, das ist wichtig. Also, es gibt dieses Rad, das kann man dran drehen, das ist ganz putzig. Und dann ist... erst das mit den Karten. Ja, wir fangen dann an. Es gibt zwei Stapel mit Karten. Wir nehmen jetzt aber nur den einen, weil der andere, der ist für die erweiterte Fassung. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da muss man ja mindestens jetzt 7 Leute für sein. Und wir sind ja jetzt... 9. So, dann, man würfelt jetzt immer, also es geht links gegen den Uhrzeigersinn, rechts. Also ja, je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit. Also anders. Nee, wir fangen gleich an, das ist ganz leicht. Also immer so, immer der Gegenüber von einem sitzt, links, schräg. Also der hat, 2 Schafe kann man tauschen gegen 3 Kühe. 2 Kühe sind die längste Handelsstraße, da muss man aber auf Los zurück, darf aber nicht 2000 Euro einziehen, weil da muss man, das sieht man dann, wenn man so weit ist. An der Stelle sage ich dann auch nochmal, das ist anders, nee, pass auf. So, wenn man eine 7 würfelt, aber als Pasch, dann hat man... Nee. Dann... ich muss gerade noch mal im Deckel nachgucken, wie das genau geht. Augenblick. So, dann ist der mal eben weg. Und dann kommt der immer zurück mit so einem schlauen Satz, wie zum Beispiel, ach, wisst ihr was? Wir fangen einfach mal an. Der Rest ergibt sich von alleine. Und ich finde diesen Satz so gefährlich, ja? Wir fangen einfach mal an, der Rest ergibt sich von alleine. Man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn dieser Satz in einer anderen Situation gesagt wird. Ja, so beim Bombenentschärfen. Ja, oder vielleicht beim Operieren. Stellen Sie sich mal vor, ne? Der Arzt kommt so morgens rein in den OP, ne? So, was machen wir denn heute Schönes? Herztransplantation? Das habe ich ja noch nie gemacht. Naja, fangen wir einfach mal an. Der Rest ergibt sich von alleine. Oh, das ist knifflig. Da muss ich doch noch mal im Deckel nachgucken, wie das genau geht. Augenblick. Oh, nicht schön. Na gut, und wie gesagt, und beim Spieleabend, dann spielt man so die ganze Zeit vor sich hin. Und irgendwann ist ja dann auch der Moment gekommen, da brüllt dann irgendeiner aus der Runde, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Und dann ist garantiert immer einer mit dabei, der sagt, nein, das zählt nicht. Da hättest du vorher was rufen müssen. Du hast nicht gewonnen. Und ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, wenn man mit solchen Leuten Sex hat, und man sagt dann sowas wie, ich bin gerade gekommen, dann sagen die auch, nein! Da hättest du was rufen müssen! Du bist nicht gekommen! Vielen Dank. Also, mein Tipp heute Abend für Sie, gehen Sie nicht zu Spieleabenden und wenn doch, schlafen Sie damit keinem. Vielen Dank.